Ich begrüße alle, die da sind, zum nächsten Pneumo for Coffee to go. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Mich hatte Martin Rosenbruch, auch ein, ja, ich glaube, Veterinärmediziner, Ja. mit dem wir wissenschaftlich öfter zusammengearbeitet haben über die DGP, auf Sie aufmerksam gemacht, Herr Kietzmann, Herr Professor Kietzmann. Sie sind Toxikologe und Pharmakologe und sind, glaube ich, schon nicht mehr ganz aktiv, haben Sie gesagt, sind Stimmt. aber noch intellektuell aktiv. Das sagen die einen so, die anderen so. Gut, und unsere Idee war, dass wir nochmal darüber sprechen, welche Zusammenhänge bestehen denn so zwischen Humanmedizin und Veterinärmedizin? Und Sie haben da ja auch einige Vorträge schon drüber gehalten und Sie hatten ja angeboten, mal 5 Minuten, 6 Minuten so einen PowerPoint-Vortrag zu machen und danach können wir ein bisschen diskutieren, was wir davon halten. Ja, Gerne. dann darf ich Sie bitten, den Vortrag zu beginnen. Ja, ich freue mich darüber, dass ich hier dabei sein darf. Wir hatten ja gerade schon gesagt, Corona hat vieles in den Hintergrund gedrängt, aber alle werden sich erinnern, vor 3 Jahren war das Thema Antibiotikaresistenz sogar beim G7-Gipfel ein Thema. Von daher halte ich das für ganz wichtig. Ich habe einige Folien hier zusammengestellt, die möchte ich ganz schnell durchgehen, damit wir Zeit zum Diskutieren haben. Und ich kann dann ja zu den Folien zurückkehren, wenn dann noch irgendwelche Nachfragen sind. Zuerst einmal, das weiß jeder, ist, glaube ich, die Ursache für das, was wir jetzt an Problemen haben, in der Zeit entstanden, als ich studiert habe und andere auch, nämlich als man sagt in den 70er Jahren, dass man mit Antibiotika jetzt nur alles im Griff habe. Das ist ja von vielen Seiten gesagt worden. Ich kann mich da gut daran erinnern. Und dieselbe Behörde, die seinerzeit diesen Satz über das Buch der Infektionskrankheiten, welches zu schließen sei, gesprochen hat, hat 50 Jahre später gesagt, dass wir möglicherweise in eine postantibiotische Ära rutschen könnten aufgrund der Resistenzproblematik. Und da möchte ich mich ganz ein bisschen mit beschäftigen. Antibiotikaresistenz begleitet uns immer, das werden wir auch nie vermeiden können. Und diese Folie aus einer Publikation in Science zeigt, dass mit jeder eingeführten Wirkstoffgruppe letztendlich nach absehbarer Zeit, teilweise schon vor Einführung der Gruppe, Resistenzen zu erwarten sind. Das wird immer so sein. Deshalb kann es nicht die Lösung sein, aus meiner Sicht, zu sagen, wir suchen immer wieder neue Wirkstoffgruppen, denn irgendwann ist auch da der Köcher leer oder es wird immer schwerer, neue Gruppen zu finden. Das heißt also, wir sollten mit dem, was wir haben, dann auch verantwortungsbewusst umgehen in allen Bereichen, wo sie verwendet werden. Wenn wir jetzt auf die Tiermedizin schauen, möchte ich Ihnen so ein paar Fakten sagen. Die Menge an Antibiotika, die in der Tiermedizin verwendet wurden, ist seit 2013 jährlich vom Bundesinstitut für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit erfasst. Dies von 2013 bis 2021, wie Sie auf der Folie hier sehen können, ungefähr etwas mehr als halbiert worden, von 1400 auf 600 Tonnen. Das heißt aber letztlich trotzdem, dass fast 2 Tonnen, so 1,6 Tonnen Antibiotika täglich in Deutschland bei Tieren angewendet werden. Das muss man sich nur mal auf der Zunge zergehen lassen. Und da alle Arzneimittel, die wir aufnehmen, ob Tier oder Mensch, letztendlich als Wirkstoff selbst, als Metabolit, wie auch immer wieder ausgeschieden werden, heißt das, dass von diesen Antibiotika oder Antibiotikametaboliten 40 bis 50 Gramm pro Hektar jährlich ausgebracht werden in die Umwelt. Und das ist eines der großen Probleme, was ich sehe, dass wir diese ganze Menge, diese Tonnagen an Antibiotika letztendlich über die Felder, über Klärschlamm und alles Mögliche in die Umwelt bringen und dann letztendlich in einen Kreislauf, dass es zu uns zurückkehrt. Zusätzlich zu den eben gezeigten Zahlen zur Menge wird auch die sogenannte Therapiehäufigkeit erfasst. Da habe ich Ihnen einmal den ersten Zeitraum 2014, als das erfasst wurde, und den letzten berichteten vom BVL 2021, zweites Halbjahr. Diese Zahlen werden halbjährlich publiziert und die letzten Zahlen, die letzten beiden Spalten sind publiziert vom BVL im März dieses Jahres. Und Sie sehen dort, dass beim Rind die Antibiotika-Anwendung vergleichsweise extrem gering ist. Diese sogenannte Kennzahl 1 zeigt, dass 50% der Tiere über diese Zeit behandelt worden sind. Die Kennzahl 3 zeigt 25%, die am meisten behandelt wurden. Man kann also aus dieser Zahl ablesen, wenn ich hier einmal die Kennzahl 3 beim Mastkalb nehme, 2,526, bedeutet, dass jedes Mastkalb im Durchschnitt im Halbjahr in Deutschland über 2,5 Tage mit Antibiotika behandelt wurde. Also beim Rind ist es sehr, sehr wenig.
Beim Ferkel und beim Mastschwein ist es schon etwas mehr. Da ist also jedes Ferkel unter 30 Kilo ist über 7 Tage, sprich eine Woche pro Halbjahr mit Antibiotika behandelt. Bei Masthühnern und Puten ist das, ich will die ganzen genauen Zahlen jetzt nicht sagen, ungefähr ein Monat, 30 und 27 Tage. Das heißt, von 6 Monaten hat eine Mastpute oder ein Masthuhn circa einen Monat lang Antibiotika bekommen, im Durchschnitt. Das ist natürlich schon eine erheblich große Zahl. Wenn wir das aber ins Verhältnis setzen, müssen wir uns mal vor Augen führen, warum wir denn so viele Tiere behandeln, ist, dass wir in Deutschland bei einem täglichen Fleischverzehr, jährlichen Fleischverzehr von 60 Kilo 5 Millionen Tonnen Fleisch nur in Deutschland verzehren. Das bedeutet, in Deutschland sind 13.000 Tonnen pro Tag an Fleisch, die verkauft werden. Das muss man, 13.000 Tonnen. Und der Preis auf Antibiotika-Ebene, den wir dafür zahlen, sind diese 1,65 Tonnen Antibiotika. Wobei man sagen kann, da geht ein bisschen ab für Hund, Katze, Pferd. Das ist aber von den Mengen her vergleichsweise wenig. Also wenn wir sagen, 1,5 Tonnen Antibiotika werden im Nutztierbereich verwendet, liegen wir da, glaube ich, vergleichsweise richtig. Sie alle kennen diese Angaben der WHO zu den kritisch gesehenen Antibiotikagruppen. Das brauche ich hier jetzt nicht sagen, aus Zeitgründen. Wir gehen ja vielleicht ja gleich noch näher darauf ein. Die WHO hat auch einige Forderungen aufgestellt. Ich habe die einmal reinkopiert. Die kennen Sie sicher alle, die die Tiermedizin betreffen. Da stehe ich hinter allen Forderungen im Grunde voll hinter. Ich möchte nur darauf hinweisen, diese Forderung 2, als Wachstumsförderer verwendete Antibiotika, das ist ein Problem in vielen Bereichen der Welt, zum Beispiel in den USA, aber nicht in Europa, weil seit über 20 Jahren ist der Gebrauch von Antibiotika als Wachstumsförderer komplett verboten. Das heißt, das wird in der Form so nicht mehr gemacht. Nichtsdestotrotz werden noch vergleichsweise viel Antibiotika angewendet. Das haben wir ja gerade gesehen. Also diese Forderungen, die stehen im Raum und die sind auch zu erfüllen. Aber die Antibiotikaresistenz ist ein globales Problem. Das heißt, wir können noch so viele Forderungen in Deutschland oder in Europa erfüllen. Wenn der Rest der Welt dagegen arbeitet, haben wir sicherlich ein Problem. Ich möchte auf diese einzelnen Forderungen hier jetzt im Detail nicht eingehen. Also die Forderung, dass die besonders kritisch gesehenen Antibiotikagruppen der Humanmedizin vorbehalten bleiben, da steht auch die Mehrzahl aller Tierärzte vollständig hinter. Alle neu eingeführten Wirkstoffe gehen erstmal nur in die Humanmedizin und gar nicht in die Tiermedizin, ist also, das ist gar kein Thema. Dies überspringe ich jetzt erstmal. In der EU hat man das weiter umgesetzt und hat die Antibiotika bezogen auf die Tiermedizin kategorisiert in die Gruppen A, B, C, D. Ich wollte das nur der Vollständigkeit erwähnen. Es gibt hier so ein schönes Formblatt, das können Sie jetzt nicht lesen. Ich habe das ein bisschen vergrößert. Die Kategorie A sind Antibiotika, die gemieden werden sollen. Kategorie B mit Zurückhaltung eingesetzt, C mit Vorsicht und D natürlich auch mit aller möglichen Sorgfalt. Und zu den Kategorie A, da sind diese eben genannten, nennen Sie mal ganz mit einem Schlagwort, Reserve-Antibiotika-Humanmedizin, das ist völlig klar. Und die sind hier in den einzelnen Gruppen aufgelistet. Ich gehe jetzt auf die Details bei diesen Gruppen nicht ein, weil das vielleicht ein bisschen zu weit führt. Aber Sie sehen, bei denen, die nicht eingesetzt wurden, Gruppe A, da sind all die Gruppen, die Sie kennen für besondere Fälle, als Beispiel Monobactame und so weiter, Carbapeneme und, und. In der Tiermedizin haben wir seit mittlerweile 22 Jahren die Antibiotika-Leitlinien. Wenn sich alle danach richten würden, wäre das wunderbar. In den Leitlinien stehen die Grundprinzipien der Antibiotika-Anwendung. Das will ich jetzt auch hier im Detail nicht ansprechen. Wirkung, Spektrum, Resistenzlage und so weiter. Die Dinge werden berücksichtigt bei der Auswahl der Antibiotika für die Tiere. Wie werden die aber nun angewendet, die Antibiotika? Und da ist es natürlich so, dass ein Einzeltier, wenn Sie mit Ihrem Hund zum Tierarzt gehen, wird der behandelt von den Arzneimitteln her letztlich wie eine Humanmedizin, gibt eine Injektion mit irgendeiner Antibiotikasuspension oder Lösung oder Tabletten oder Ähnliches. Aber wenn Sie einen Nutztierbereich haben mit 50.000 Masthühnchen, geht das natürlich nicht. Da wird entweder über das Futter oder im Geflügelbereich fast hundertprozentig oder kann sagen 100% über das Tränkwasser behandelt mit verschiedenen technischen Systemen. Damit das optimal läuft, hat die Bundesregierung einen Leitfaden entwickelt, auf den ich gleich noch mal ganz kurz eingehe. Ich möchte Ihnen nur als Beispiel zeigen, die Veterinärarzneimittel. Hier sehen Sie beispielsweise meine Suspension, das ist Amoxicillin-Clavulansäure in der Injektionszubereitung. Das, was aber über Futter und Trinkwasser geht, das sind Arzneimittel, die Sie so
in der von der Umami-Zin glücklicherweise nicht kennen. Wenn Sie mal die Zusammensetzung hier unten anschauen, 1 Gramm Pulver enthält 1000 Milligramm Amoxicillin. Sprich, in dieser Plastikdose ist die Reinsubstanz des Wirkstoffs und die wird dann über ein solches Dosiersystem, wie das Foto, das ich zeige, hier über, an die Tiere verabreicht, wird also dem Futter zudosiert und die Tiere fressen dann diese entsprechende Menge. Frage, ist das dann so von der Dosierung her so, dass alle Tiere einen wirksamen Spiegel haben? Auch darauf gehe ich gleich noch mal kurz ein. Wie gesagt, es gibt einen Leitfaden des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und es gibt eine DIN-Norm für die Dosiersysteme, wo man versucht hat, das Ganze, soweit es eben geht, zu optimieren. Da gibt es aber sicherlich Verbesserungsbedarf. Denn die Realität, die wir in einer Doktorarbeit uns mal angeschaut haben, in einem vom Bundesministerium geförderten Projekt, sieht so aus. In der linken Tabelle sehen Sie, dass man unter kontrollierten Bedingungen wirksame Spiegel der diversen Antibiotika erreichen kann. Bei einer Feldstudie aber, in der landwirtschaftliche Betriebe angeschaut wurden, die alle Doxycyclin eingesetzt haben, offiziell in wirksamer Dosierung, findet man bei den Tieren sehr variable Wirkstoffspiegel. Diese Medianboxen zeigen immer die Spiegel von 20 Tieren. Und Sie sehen, dass beispielsweise im Betrieb 1, 3 und 4 überhaupt keine Wirkstoffspiegel erreicht wurden. Bedeutet also, dort ist bei der Behandlung der Tiere irgendetwas falsch gelaufen und da sind kapitale Fehler teilweise dabei. Das heißt, der Wirkstoff, der ja geliefert wurde, ist irgendwo hingegangen, aber zumindest nicht zu den Tieren gelangt. Das ist schon mal dann ein großes Problem. Das heißt, in der Realität muss da sicherlich sehr, sehr vieles verbessert werden. Arzneimittel verteilen sich auch, das gilt für Umamizin genauso, über die diversen Wege letztendlich immer im Kreis drum über die, in die Umwelt und dann letztlich zurück zum Menschen. Wenn Sie sehen, sowohl bei der Herstellung wie auch bei der Anwendung bei Tieren und auch Menschen und bei der Entsorgung gelangt letztlich die Ausscheidung in den Boden und das geht dann ins Wasser und ist, wie gesagt, in einem Kreislauf. Wir haben uns das einmal angeschaut und haben festgestellt, dass in einem Geflügelstall bei Behandlung mit Enrofloxacin eine massive Staubbelastung durch diese Behandlung entsteht, wenn man das über das Futter macht. Dies war eine sehr geringe Tierdichte im Versuchsstall. Im normalen Nutztierstall sind viel mehr Tiere. Und was hier besonders interessant ist auf dieser Abbildung, neben diesen gelben Säulen, die die Enrofloxacin-Konzentration im Staub zeigt, sehen Sie ganz kleine blaue Säulchen. Das ist Ciprofloxacin. Und Ciprofloxacin ist der erste Metabolit von Enrofloxacin. Cipro kennen Sie alle in der Humanmedizin. Und Enrofloxacin, quasi der kleine oder große Bruder, wie Sie wollen, ist das Pendant in der Tiermedizin. Und aus Enro entsteht Ciprofloxacin. Und zwar durch Metabolismus, bedeutet im Klartext, dass das, was wir im Staub finden, einmal durch die Tiere gegangen ist. Und das sind die Ausscheidungen der Tiere. Bedeutet, es gelangen diese Wirkstoffe in den Staub. Kann man fragen, ja gut, ein bisschen was im Staub. Aber das macht ein ganz großes Problem. Wir haben diese Staubbelastung mal simuliert. Und ich fasse das ganz kurz zusammen. Sie sehen oben bei der Kontrollgruppe, was MRK-Werte, Resistenzen angeht, im Grunde praktisch nichts. Aber wenn wir eine Staubbelastung und eine Behandlung dann simulieren, sehen Sie, dass wir massiv Resistenzen erzeugen. Wenn Sie unten rechts schauen, sehen Sie diese weite Streuung der MRK-Werte. Da haben wir also sehr viele unempfindliche Stämme quasi künstlich erzeugt durch die Staubbelastung. Und das ist natürlich ein Problem. Es ist gezeigt worden, dass bei Landwirten, die in Ställen arbeiten, in denen Antibiotika eingesetzt werden, im Urin kleinste Spuren dieser Antibiotika nachweisbar sind. Das heißt, inhalativ nimmt man diese Stoffe auch auf und die sind in kleinsten Mengen da, haben natürlich keine, wie auch immer geartete, antibakteriell-therapeutische Wirkung, aber können ausreichen, auch Resistenzen zu fördern. Und darum wird beispielsweise im Sinne des Arbeitsschutzes, wir haben ja vorhin über Masken gesprochen, in einem Tierstall, wo Antibiotika angewendet werden, würde ich immer empfehlen, eine Schutzmaske zu tragen, um nicht inhalativ diese kleinen Mengen aufzunehmen. Die Wirkstoffe werden auch über die Gülle in die Felder gelangen und gelangen auch in Pflanzen. Wir haben einmal auch das simuliert, zusammen mit Max-Rubner-Institut. Und in dieser, hier sehen Sie Scheiben aus Kohlblättern, aus Kohlpflanzen, die wir einfach in die Bakterienkultur gegeben haben. E. coli ist das. Und Sie sehen, dass wir in den Kohlpflanzen Rückstände von Enrofloxacin hatten. Und dieses Enrofloxacin wirkt antibakteriell, wie die Hemmhöfe zeigen, konzentrationsabhängig werden die immer größer. Bedeutet im Klartext, wir haben auch über Pflanzen die Aufnahme von klitzekleinen Wirkstoffmengen bei Mensch und bei Tier.
Darum würde ich, wenn ich es bestimmen dürfte, würde ich dringend vorschlagen, den Gesetzgebern und denen, die in Verantwortung stehen, Arzneiformulierungen zu entwickeln. Es gibt sie schon, aber die sind natürlich teurer, die eine Verminderung der Staubbelastung, eine höhere Therapiesicherheit bedeuten. Ich würde also Reinsubstanzen als Arzneimittel überhaupt nicht im Handel gestatten. Ich würde also dafür sorgen, dass da etwas passiert. Neue Formulierungen, die in der Tiermedizin verwendet würden, auch gerne über Futter oder Wasser, ginge alles. Und dass man es endlich schafft, in der Tierhaltung Bedingungen zu schaffen, die die Gesunderhaltung der Tiere fördert. Auch da gibt es verschiedene Vorschläge und Ansätze. Aber leider ist das immer, bleibt das dann immer letztendlich irgendwie auf der Strecke. Ziel muss auf jeden Fall sein, für uns in der Tiermedizin die Umweltbelastung und die direkte Belastung der Tierumgebung so weit zu reduzieren, dass wir eben keine negativen Folgen im Sinne der Förderung der Resistenzentwicklung herbeiführen. Und als Abschluss möchte ich Ihnen vielleicht ein bisschen erschreckend einen Hund zeigen. Das ist ein Foto aus der National State University in North Carolina. Und dieser Hund hat eine massive Pyodermie. Und als das Foto ist mir von Frau Bisikova zur Verfügung gestellt worden, dieser Hund kann nach den Daten, die dort vorlagen, hätte er nur erfolgreich behandelt werden können mit Linezolid. Linezolid ist in der Tiermedizin nicht zugelassen und Legeartis dürfte er mit keinem in der Tiermedizin zugelassenen Antibiotikum erfolgreich zu behandeln sein. Frage ist jetzt, setze ich bei diesem Tier, das natürlich erheblich Schmerzen hat und leidet, ein Humanmedikament ein, welches dann aufgrund der Resistenzsituation möglicherweise kritisch zu beurteilen ist, oder aber muss ich diesen Hund euthanasieren? Das ist ein Dilemma, vor dem ein Tierarzt in diesem Fall steht. Und das übertragen auf größere Tierbestände, dann können Sie sich ja leicht vorstellen, welche Problematik sich dann im Einzelnen ergibt. Das wollte ich sozusagen als Anregung der Diskussion ans Ende stellen. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Herr Kietzmann, vielen Dank. Das war sehr, sehr spannend. Ich klatsche jetzt mal für alle Beteiligten. Sie haben ja gerade schon gesagt, man redet manchmal vor so eine Wand im Netz. Ja. Aber ich bin jetzt hier die Wand. Die gelbe, ja. Nein, Entschuldigung. Ja, das ist natürlich ein Dilemma. Da kann man auch, glaube ich, nichts Richtiges sagen, was man mit diesem einzelnen Hund macht. Wenn man den einzelnen Hund behandelt, wird ja wahrscheinlich dadurch keine Resistenz entstehen durch einen Hund, oder? Nein, gehe ich mal nicht von aus, aber letztendlich, es gibt natürlich nicht nur einen Hund. Genau. Und ich weiß auch, dass es dann Tierärzte gibt, die sagen, ja, irgendwann ist die sozusagen das kritische Bewusstsein dann doch so weit reduziert, dass die dann doch häufiger eingesetzt werden, diese Arzneimittel. Und das wollen wir natürlich alle nicht. Genau, das sollte man vermeiden. Ja. Zu dem Punkt, Sie haben ja klar dargestellt, dass diese vielen Antibiotika gaben. Also erstmal ist ja schon gut, dass es deutlich weniger sind, innerhalb von 8 Jahren auf die Hälfte zu reduzieren, ist in der Medizin, in der Humanmedizin, glaube ich, noch nicht gelungen. Gleichzeitig aber so, dass Sie ja darstellen, dass viele Resistenzen erzeugt werden. Ist das denn so, dass die Patienten, die bei uns auf Intensivstationen liegen und multiple resistente Keime haben, jetzt haben die alle von den Tieren bekommen oder stellen wir die dann doch selbst her in der Humanmedizin? Jeder sollte ja vor der eigenen Haustür kehren. Und in der Tiermedizin läuft natürlich auch eine ganze Menge, meiner Ansicht nach, noch immer nicht richtig. Das ist unstrittig. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die meisten der Probleme, die wir in der Tier- und Humanmedizin haben, hausgemachte Probleme sind. Das heißt also, wir sollten nicht aufeinander zeigen, sondern sollten die Erkenntnisse, die da sind, auf beiden Seiten miteinander bündeln und gemeinsam versuchen, das Problem in den Griff zu kriegen. Und ich glaube, die Humanmedizin würde es sich viel zu einfach machen, zu sagen, ja, der hatte Kontakt mit dem Landwirt oder mit irgendwelchen Tieren, also wird es daher kommen. Das kann im Einzelfall ja stimmen, aber das macht die Sache meiner Ansicht nach zu einfach. Ich möchte vielleicht mal ein Beispiel sagen, was vielleicht auch provozierend ist. Der eine oder andere isst vielleicht ganz gerne Shrimps und dann fragt man sich, wo kommen die her? Die kommen sehr häufig aus Thailand. Und ich habe Fotos bzw. Videos aus Thailand. Es ist ganz eklig, diese Shrimps werden in solchen Teichen gehalten. Über den Teichen sind Gitter, auf den Gittern lebt Geflügel, was gemästet wird. Und die Ausscheidung dieser Tiere, also der Vögel von oben, geht runter und wird von den Shrimps verwertet. Nennt man dann Veredelungswirtschaft. Und das wird als Nahrungsmittel nach Europa und sonst wohin gebracht. Und diese Tiere leben unter solchen schwierigen Bedingungen, dass da sehr viele Infektionskrankheiten sind. Und da werden dann in vergleichsweise großen Mengen Antibiotika eingesetzt, zum Beispiel Fluorchinolone. Die werden schaufelweise in solche Teiche geschmissen.
Und dann entstehen natürlich Resistenzen. Und diese Resistenzen, die Lebensmittel sind natürlich nicht sterilisiert, geht ja gar nicht, die sind nicht keimfrei. Wir kriegen mit diesen Nahrungsmitteln aus diesen Ländern durchaus resistente Keime mit der Nahrung hierher. Und wenn so etwas stattfindet, dann muss man einfach sagen, das geht schlichtweg nicht. Und da muss man einen Riegel vorschieben. Nur das können wir hier in Deutschland 100-mal sagen, aber in anderen Ländern der Welt geht es halt ganz anders zu. Und die haben auch ganz andere Druckmomente, vielleicht, wie es wirtschaftlich geht. Ich habe mir in Ägypten vorgeschlagen, man möge vielleicht mal überlegen, wegen der Antibiotikaresistenz Verschreibungspflicht für Antibiotika einzuführen, auch in der Normalmedizin. Die hätten mich ja fast erschlagen. Die waren ja entsetzt über so einen Vorschlag. Das ging ja gar nicht. Und wenn das so ist, dann leben wir hier vielleicht so in einem Elfenbeinturm. Und das darf natürlich auch nicht sein. Wir müssen die anderen mit ins Boot kriegen, weltweit. Ja, Sie haben ja auch schon gesagt, dass in der Humanmedizin natürlich in den Ländern, in denen Antibiotika frei verkäuflich sind, in der Humanmedizin eben auch ein großes Problem ist. Also jeder, der im Krankenhaus arbeitet, weiß, wenn ein Patient aus der Türkei eingeflogen wird, dass man den isolieren muss, bis klar ist, welche Keime er mitgebracht hat. Und das hat einen Grund, weil man sonst, wenn man Pech hat, seine Intensivstation leider gerade kontaminiert hat. Und da sind wir natürlich tatsächlich hier besser aufgestellt, dass man Antibiotika wirklich nur über ein ärztliches Rezept bekommt. Was in der Humanmedizin natürlich noch verbessert werden muss, ist Antibiotic Stewardship im Krankenhaus. Kann man sicherlich noch einiges verbessern und auch natürlich Antibiotika-Fortbildung für niedergelassene Kollegen und Ähnliches. Ja, also ich hätte eigentlich einen radikalen Vorschlag, weiß nicht, wie man das sieht, für den Bereich der Tiermedizin, würde ich mal für einen definierten Zeitraum Antibiotika handeln wie Betäubungsmittel, also nach in Anführungszeichen betäubungsmittelrechtlichen Vorschriften, was Buchführung und Ähnliches angeht, dass man wirklich verpflichtet ist, zu dokumentieren, wann und wie und warum, in welchen Mengen und ist es genau eingesetzt worden. Es wird ja jetzt, werden ja schon Mengen erfasst, nur wir können ja, wenn wir sagen 600 Tonnen, wissen wir nicht, wo die genau hingegangen sind. Die sind ja nur verkauft worden. Aber dass wir wirklich das dann noch ein bisschen genauer aufdröseln, dass man genau weiß, wo sind welche Wirkstoffgruppen, in welcher Dosis, bei welchen Tieren eingesetzt. Und wenn man das mal eine Zeit lang macht, würde man A, vielleicht das Problembewusstsein bei allen Beteiligten verbessern und B, hätte man dann wirklich sehr valide Zahlen und könnte dann mit denen natürlich auch entsprechend hantieren. Also in der Humanmedizin hat man ja so genaue Zahlen auch nicht. Man hat das über die Krankenkassen und Ähnliches, wie viel Antibiotika in der Praxis verordnet werden. Aber ob der Patient die da auch alle genommen hat und, das hat man ja natürlich, kann man ja nicht kontrollieren. Ich habe da nochmal eine Frage dazu, warum die Antibiotika gegeben werden. Wenn ein Huhn, wenn es 6 Monate lebt, 1 Monat davon Antibiotika bekommt, wie stellt der Tierarzt die Diagnose oder wann gibt er die Antibiotika? Wenn das ganze Stall verseucht ist und dann macht er das oder wann bekommt ein Huhn ein Antibiotikum? Ja, also in diesen Nutztierbeständen, also den großen Beständen, also jetzt zum Beispiel beim Geflügel, Huhn, Pute, da wird eine intensive Diagnostik betrieben. Das heißt, die Tierärzte haben in aller Regel auch ein eigenes mikrobiologisches Labor und arbeiten wirklich nach CLSI-Bedingungen. Wenn sie das selbst nicht haben, haben sie ein Labor, mit dem sie zusammenarbeiten und unter Idealbedingungen nach Stellen einer Diagnose bakterielle Infektion mit dem und dem Erreger und Antibiogramm wird dann entschieden, dieses Antibiotikum wird eingesetzt. Das bezieht sich aufs Mastgeflügel. Das ist insofern schwierig, als dass ein Masthähnchen ja nur 40 Tage maximal alt wird. Dann werden die ja schon geschlachtet. Beim Schwein ist das ein halbes Jahr Lebenserwartung, bei der Pute auch Richtung halbes Jahr. Das bedeutet also, wir haben in der Tiermedizin, in diesem Bereich der Nutztierhaltung, sind das alles pädiatrische Patienten. Das ist ja gar kein erwachsenes Huhn, also wirklich erwachsenes Huhn dabei. Bei der Legehenne sieht es, wie gesagt, anders aus. Aber wenn ich Antibiotika einsetze im Legehennenstall, dann kann ich die Eier nicht verwerten. Deshalb ist bei der Legehenne das Antibiotika-Problem eigentlich nicht gegeben, sondern es bezieht sich in erster Linie auf Mastgeflügel. Und wenn die Diagnose steht, sind natürlich nicht 100% der Hühner erkrankt. Aber so eine Infektion, muss ich Ihnen nicht erzählen, geht ja quasi durch den Stall. Man kennt das ja, wenn ich den Vergleich ziehen darf, in einer Schulklasse, wenn die Ersten anfangen, erkältet zu sein, dann zieht das ja auch durch die Schulklasse und wird mit nach Hause gebracht. Aber das in so einem Stall ist das letztlich nicht anders. Und weil der Tierkontakt so eng ist, infizieren sich dann die Nächsten.
und man behandelt dann den ganzen Bestand. Es geht ja anders letztendlich gar nicht. Und das ist natürlich etwas, was man vielleicht organisatorisch auch ändern könnte, indem man sagt, es dürfen nur noch kleinere Tiergruppen. Man könnte Ställe ja in Abteile unterteilen und damit nur ein Abteil behandelt. Das hätte dann allerdings einen anderen finanziellen Aufwand, müsste Umbaumaßnahmen treffen und. Aber das wäre im Grunde alles machbar, aber würde natürlich sehr viel Geld kosten. Und der Deutsche macht ja eine Sache im Supermarkt. Jeder möge sich selbst mal befragen, ob das für ihn auch so ist. Man steht vor dem Fleischregal und dann gibt es gut und günstiger, wie das alles heißt, oder es gibt teureres. Was nimmt man jetzt? Und da wir alles, diese Regel billig, billig, billig und Hühnerbrust für 99 Cent pro 100 Gramm, dann wird das unter Bedingungen erzeugt, die natürlich, vorsichtig gesagt, grenzwertig sind. Und das ist das ganz große Dilemma. Darum können wir es selbst beeinflussen, indem wir im Supermarkt beispielsweise unser Kaufverhalten hinterfragen. Kaufverhalten und Kaufmenge ja auch. Ja, und die 60 Kilo Fleisch müssen vielleicht auch nicht sein. Stimmt. Wollen Sie einmal das Bild kurz nochmal wegbeamen? Ja, gerne. Ich kann das ja abstellen. Also ich stoppe das mal, das ist ja, muss ja um Himmels Willen. So. Perfekt. Gut, ja, das war ja ein großer Überblick über die Tiermedizin. Sehr, sehr spannend. Wissen Sie zufällig, Sie sagten ja die Menge an Antibiotika in der Tiermedizin. Wissen Sie den Vergleich in der Humanmedizin in Deutschland, wie viele Tonnen da pro Tag verbraucht werden? Das ist, glaube ich, größenordnungsmäßig ähnlich. Das liegt auch so bei 500-600 Tonnen. Aber ich weiß die genaue Zahl, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ich meine nur aus einem Gespräch, das fand statt vor 3-4 Jahren in Berlin, Ärztekammer, Tierärztekammern, da sind die Zahlen genannt worden und das war, damals war die Tiermedizin leicht vorne, da lagen wir noch ein bisschen höher, jetzt müsste es ungefähr nahezu gleich sein, von der absoluten Menge her. Mhm. Aber man kann, das ist ganz schwer zu vergleichen, logischerweise brauche ich für ein Küken, was 500 Gramm wiegt, eine andere Antibiotikamenge als für ein Rind, was 500 Kilo wiegt. Also Klar. Nur die Mengen zu vergleichen, ist natürlich schwierig. Gut, ja, ich glaube, wir haben das ausführlich behandelt. Es war sehr, sehr spannend, sehr interessant, mal in die Tiermedizin reinzugucken, insbesondere, weil es ähnliche Mechanismen sind. Natürlich die Verteilung, wie wir es machen, ist ein bisschen anders. Ja. Aber auch die Ausscheidung, also wenn ich ein Antibiotikum nehme, dann habe ich natürlich auch Ausscheidungen und wahrscheinlich kann man das ja auch irgendwo dann messen. Das geht in die Kläranlagen. Genau, und da kann man wahrscheinlich auch die Antibiotikaspiegel messen. Ja, kann ich Ihnen ein ganz interessantes Beispiel noch schnell sagen. Hat nichts mit Antibiotika zu tun. In Berlin hat man gemessen, nach dem Berlin-Marathon, dass die Diclofenac-Konzentration im Abwasser Berlins am Montag nach dem Marathon extrem hoch ist, weil erfreulicherweise alle Marathonläufer nach dem Marathonlauf duschen und das Diclofenac, mit dem sie eingerieben haben, großteils wieder abwaschen. Und das geht da alles ins Abwasser. Und so geht alles, was wir letztendlich verwenden, geht irgendwann irgendwie in die Umwelt. Ja, irgendwo kommt es immer wieder. Ja, zum Schluss nochmal vielen, vielen Dank. Das war sehr spannend. Und ich glaube, nächsten Montag haben wir nochmal eine Veranstaltung. Dann geht es wieder um pneumologische Onkologie. Ganz ohne Tiere. Gut. Ja, danke, vielen Dank. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.